Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trials Fusion. Ich habe bei der Red Wings vs. All Stars Challenge nur noch die extremen Maps übrig. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Und ich nehme doch nicht die Buggy dafür. Mit der Buggy schafft man doch extreme Maps nicht, oder doch? Also ich weiß nicht, ob das schon mal einer versucht hat. Und da steht Aliens. Oh, fängt ja schon mal gut an. Warte. Nein, nicht. Ich habe ja gesagt, die extremen Maps, da habe ich kein Thema, weil ich mich da auf die Strecke konzentrieren muss. Und irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Hä? Geht denn das? Auch nicht. Da ist das Vorderrad zu niedrig. Hä? Warte. Kann ich da irgendwie Anlauf nehmen? Ja, Anlauf nehmen kann ich schon, aber... Ah, warte. So Ninja-Style irgendwie in dem Hinterrad da hoch. Aha. Ich komme dem Geheimnis schon näher. Glaube ich. Oder auch nicht. Verdammt. Auch nicht. Warte. Nein, scheiße. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Nee, sowas nicht. Auch nicht. Irgendwie sehr schwer. Das Vorderrad überhaupt da hochzukriegen. Ja. Will irgendwie nicht mit dem Vorderrad da hoch. Ja, da rammelt er den Dinger hier. Mist. Direkt losfahren und Vollgas geht auch nicht. Irgendwie muss man da so ein bisschen mit dem Viereck arbeiten. Hab ich so das Gefühl. Warum habe ich das jetzt gerade eben geschafft? Hm.
Wenn man sich vorlehnt und nach hinten, dann kommt er nicht mehr mit dem Hinterrad hoch. Also man muss irgendwie Vollgas geben und doch nicht. Text aus der Folge hier besteht nur aus Warte und ich hab's gleich. Hä? Also manchmal hoppst du echt hoch und dann wieder nicht. Und dann überhoppst du wieder. Muss ich da in einem Hopser rüber oder was? Ich raff nicht, wie der dann scheiß zweiten Hopser schafft. Ja, ich hab's. Ich habe nur keine Ahnung, wie es weitergeht. Hä? Halt! Ich will da bleiben und dann darüber fahren. Okay. Was zum... Automatisch Gas. Was? Ich mach nix, aber er gibt trotzdem volle Pulle Gas. Komm ich darüber? Das ist halt echt geil. Anscheinend sollte man das alles in einem Rutsch schaffen. Hallo? Ich kann nicht mal bremsen? Wie soll denn das gehen, verdammt? Wenn du einen scheiß Checkpoint gerade mal geschafft hast und... Seid ihr behindert? Hallo? Kann ich irgendwie bremsen, verdammt? Okay. Flieg halt rückwärts. Hä? Ich raff's nicht. Hat
irgendjemand die Map geschafft? Das ist ja voll behindert. Ich muss mich nach vorne lehnen, damit er Gas geben kann. Und irgendwie auch, dass er einen Hopser machen kann. Aber es geht nicht. Ich raff die scheiß Map nicht, verpiss dich, ey, ohne Witz. Ja, hau ab. Was ist denn das für eine Drecksmap, Alter? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ich meine, es kann doch nicht wahr sein, dass man am Checkpoint startet, der gibt direkt Vollgas, ohne dass er was macht und fatz, hängst du im nächsten scheiß Hindernis drin. Zeig mal her, wie es die All-Stars gemacht haben. Wenn die All-Stars besser sind, will ich, dass die All-Stars das nächste Trials machen, hey. Kann ja nicht wahr sein, hey. Dass meine Maps nur aus bestehen, weil ich nicht vorwärts komme, weil diese Kacke da Dauergas gibt. Warte. Irgendwie bin ich da gerade anders hochgekommen. Ja. Ja, fast. Na, gucken wir mal an. Besser, wenn ich selber die Kontrolle über mein Gaspedal habe. Ja. Hoppla. Hier, da ist so ein Dings. Ja. Da bin ich doch schon deutlich weiter. Hoppla. Jetzt müsste ich nur noch die Map kennen. Ich glaube, da geht's nicht lang. Schon. Ich konzentriere mich mehr aufs Fahren als aufs Labern. Es kommt nämlich nur noch und so. Hoppla. Mist, das Vorderrad ist im Weg. Ja, wenn ich es geschafft habe. Verdammt. Ha? War fast richtig. Schon. Ah, verdammt. Piste?
Ah, jetzt. Ja, aber. Boah. Hä? Kann ich. Ah, geil, ich kann da unten lang. Ups. Ich hätte voll weiterfahren können, hey. Richtig. Da war mir das Vorderrad im Weg. Und da hat sie Hinterrad gebremst. Mist. Das wäre es eigentlich gewesen. Jawohl. Haha. Sein, dass da das Ziel ist? Jawohl. Es kann sein. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich da an den... an das Vogelnest da komme. Da. Hoppla. Ja. Ich muss den richtigen Absprungwinkel haben. Ich glaube, das war er. Langsam habe ich ihn raus. Ich muss nur noch richtig landen. Und dann... habe ich die extreme Map geschafft. Naja, fast. Fehlt es wieder an der Höhe oder am Vorderrad? Ich frage mich, ob ich, wenn ich da landen könnte, ob ich da einfach mal kurz innehalten könnte und dann weiter fetzen könnte, oder ob da, wie soll ich sagen, das in einem Zug durchziehen am besten wäre eigentlich. Ich habe mir die Maps nie angeguckt. Weil irgendwie hat er keine Power, wenn er da auf dem Ding gelandet ist. Zumindest nach dem Sprung nicht. Da fehlt irgendwie der Grip oder was weiß ich. Hoppla. Hm. Der war ja jetzt ganz komisch, der Sprung. Was ich jetzt gemacht habe, habe ich keine Ahnung. Ich habe trotzdem eine Goldmedaille gekriegt für 103 Fehler. Oh ja. Warum auch nicht? Ich habe sogar ein Level und 10.000 Karrieregeld. Krass. Ist ja der Hammer. Eigentlich habe ich gedacht, ich guck mal und krieg dann eine Strecke hin. Und hätte gedacht, ich habe da noch so, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Weil entweder habe ich die 300 Fehler vorher voll, oder die Folge hätte 30 Minuten gedauert und ich wäre bei einer Strecke hängen geblieben. Aber ich hatte ja bei den
Redlings keinen Bock mehr, weil bei dem Zeug hier sieht man zum Beispiel, mache ich jetzt mal noch die Schnelle und am Ende, was aber eine dumme Idee ist, weil das eh keiner mehr sieht. Hier kriegt man als Preise die Kohle. Da kriegt man Kohle. Da kriegt man diese komischen Eicheln, die man braucht, um sich Zeug freizuschalten. Das ist eigentlich voll geil. Ich habe endlich rausgefunden, wie das funktioniert, dass man sich da Eicheln erspielen kann. Muss ich mal gucken, ob ich das in der nächsten Folge dann auch mal mache. So ein Wettkampf da. Mal schauen, wie viel ich dann davon krieg. Weil das steht ja dann hier oben bei L1, kriegt man dann eine Nachricht, du hast so und so viele Punkte, Cash, Erfahrungspunkte, was auch immer gekriegt. Mal schauen. Wie viele Strecken gibt es eigentlich inzwischen? 136.906 Strecken. Ich glaube, dann probiere ich mal die Streckenzentrale in der nächsten Folge aus und dann, wenn die Zeit zulässt oder wenn ich irgendwie dran denke, mache ich entweder vorher Wettkämpfe oder danach. Und dann schauen wir mal, was man da alles so freischalten kann. Ich habe jetzt 130 Eicheln. Ich glaube, da geht nicht viel. Mal schauen, ob ich da irgendwie mal genug habe, um da noch irgendwelches Zeug freizuschalten, weil bei Motorrädern ist immer noch ein Ausrufezeichen und ich habe dabei eigentlich schon alles. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kann mir auch noch irgendwie einer Tipps geben, wie ich da besser fahre. Ich meine, die All-Star-extreme Strecke habe ich jetzt geschafft, aber die Rattlings, ich glaube, die packe ich nicht. Vor allem, wenn ich da automatisches Gas geben habe. Das raff ich irgendwie nicht. Da muss man in einem durchkommen, so wie es aussieht. Allerhop. Bis dann. Und haut mal ein paar Tipps raus. Ich könnte sie, glaube ich, brauchen bei Trials. Bei anderen Spielen auch, aber bei Trials wäre es jetzt erstmal wichtig.